Solange ich bei Octagon bin, ich bleibe Champion. Und keiner geht an mir vorbei. Da kommen die Emotionen wieder hoch, aber das ist selbstverständlich. Vielleicht auch die gleiche Mühle. OnlyFansLink. OnlyFansLink ist in der Beschreibung. Bei einem Kampf, vor allem bei einem Rematch, erwartest du auf jeden Fall, dass dein Gegner etwas stärker kommt. Vor allem nach einer Niederlage. Und ja, da war ich ja sicher, dass der stärker kommen wird. Dass er sich besser vorbereiten wird. Weil erster Kampf war ich ja Debütant bei Octagon. Da haben mich die Gegner auch mehr oder weniger unterschätzt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und nach dem Kampf mit dem und alle weiteren Kämpfe, die ich gemacht habe, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er mich ganz ernst genommen hat. Der war stark, da gebe ich voll zu. Also der war auf jeden Fall gut vorbereitet. Aber der Level, auf ich vorbereitet war, war einfach ja, unfassbar in dem Moment. Mein größter Vorteil in jedem Kampf ist, nicht nur bei den nächsten, sondern bei jedem, ist, dass ich glaube, dass ich der beste Schwergewichtler aktuell bin. Das ist eine ganz realistische Meinung. Jedes Mal, wenn ich in der Käfig stehe, ich bin der beste Schwergewichtler und das wird sich nicht ändern. Das wird auch genauso bleiben am 7.12. Da kommen die Emotionen wieder hoch. Das ist selbstverständlich. Wenn man weiß, was auf ihn zukommt, dann kann man nicht mehr die Emotionen kontrollieren. Ich werde nochmal auch gewinnen. Ich werde elfmal hintereinander gewonnen. Ich bin schon am Gewinnen. Ich werde auch dieses Mal auch gewinnen. Und ich werde auch immer einfach Champion bleiben. Dieser Sport ist ein MMA. Ne? Bei MMA es gibt Ringen, Boxen, Grappling, alles. Thai-Boxen, Kickboxen, alles. Ich mach alles. Man weiß nicht, was ich mache. Ich habe einen Plan in meinem Kopf. Yeah, this time around, he has even better sparring partners. We have guys coming from New Zealand who are sparring partners for Adesanya. We got Danny here, Brandon here. So we are prepared even better this time. Hatev is doing his best. Like, you should not never be one-dimensional. You should have all aspects of the game in you because it's MMA, it's a mixed martial arts. You have to be good at everything. So we don't focus only on one thing. And that's a big mistake if you focus only on one thing. Hey Leute, vergesst nicht, in sich anzuschalten. Ne? Solange ich bei Octagon bin, ich bleibe Champion. Und keiner geht an mir vorbei. Mein nächster Kampf ist gegen Ion Tavogiano. Ich würde sagen, der kommt eher vom Striking, so ein klassischer Kickboxer. Passt dementsprechend gut. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kampf 3 Runden läuft, wird sehr gering. 1 bis 2 Runden maximal, schätze ich mal. Wenn es nicht in der ersten Runde knallt, dann spätestens in der zweiten. Mal gucken, wie fit er sein wird. Auch ob er die zweite oder dritte Runde konditionell. Ja, sieht spätestens da schlecht für ihn aus. Ja, wir sind jetzt am Waller Feldmarktsee, das ist bei uns um die Ecke. Eine kurze Eisbad-Session machen. Ich habe meine Familie jetzt auch dabei. Also wenn Jamie in der Vorbereitung ist, dann dreht sich alles nur um die Vorbereitung. 2-mal am Tag wird trainiert, dann hängt er sowieso den ganzen Tag im Gym ab und am Wochenende auch. Also noch muss ich sagen, ist seine Stimmung gut, aber wenn er irgendwie in der Vorbereitung krank wird, das hatten wir zum Beispiel letztes Mal, da ist seine Stimmung dann richtig im Keller. Weil er dann natürlich Druck hat und dann schnell wieder gesund werden will, aber dann nicht aufhört zu trainieren und dann einfach weiter trainiert, obwohl er eigentlich sich ausruhen müsste. Und ja, dann kommt er in so eine Spirale und ja. Aber zum Glück, toi toi toi, bis jetzt ist noch alles gut in dieser Vorbereitung. Ja, meine größte Motivation zu kämpfen ist meine Familie. Jeder Kampf, den ich gewinne, jedes Event, was ich mitnehme, das hilft nicht nur mir persönlich, sondern es hilft dem Gym zu wachsen als Mensch, als Marke und das Ganze dann weiter zu promoten und damit halt für meine Familie eine gute Zukunft zu schaffen. Und wie gesagt, bisher bin ich zufrieden, wie es die letzten Jahre gelaufen ist und ich hoffe auf viele weitere, noch bessere Jahre. Wie ist die Wasser? Angenehm. Mach erstmal so Hampelmänner, damit du die Mollig warm. Ich habe ab und zu mal mit Jamie trainiert, aber mehr BJJ. Aber zurzeit ist es einfach zeitlich nicht gegeben. 2 Kinder, Nebenjob, Vollzeitjob, ist schwierig. OnlyFansLink. OnlyFansLink ist in der Beschreibung. Beim OnlyFans-Content gibt es. Ich bin Sneaker-Sammler.
Ja, mit denen schlafe ich. Wenn ich mich einsam fühle, schlafe ich mit denen hier. Nee, das ist meine kleine Cousine, die bringe ich auch ab und zu hier. Und das sind ihre Spielzeuge und sie spielt dann damit. Sie ist auch 4 Jahre alt. Ja, ich bin sehr Familienmensch. Ich liebe es auch, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Vor allem mit den Kleinsten, also mit meiner kleinen Cousine. Ich denke, ich ziehe ihn heute zum Media Day an. Wir sind heute hier im Profi-Camp der Eintracht Frankfurt in deren Studios und wir haben heute 2 große Dinge auf dem Programm. Zum einen ein Face-to-Face zwischen Hatef Moil und Lazar Tolle für ihren großen Kampf in München am 7.12. Und anschließend werden wir noch ein Interview machen mit Patrick Vespasiani aus MMA Spirit, also hier direkt aus Frankfurt. Seine Geschichte kennenlernen, er ist ja Octagon-Debutant und ja, auf den freuen wir uns genauso. Es gibt noch so ein paar Schwierigkeiten aktuell für das Face-to-Face. Wir hoffen, dass Hatef erscheint. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit und hoffen jetzt einfach, dass er dieses Mal kommt und dass wir das Face-to-Face auch durchziehen können. Dass der Hatef gar nicht gekommen ist, ist überhaupt nicht mein Problem. Das ist ja das etwas, was er, mit etwas, was er klarkommen soll. Ich habe meins geliefert, fertig. Natürlich ist ja wichtig für jeder von uns, für jeden Kämpfer, für den Sportler, dass er in den Medien präsentiert wird. Weil so verbinden wir uns mit den Fans, so wissen die, warum die uns supporten müssen, warum die auch den Sport mögen müssen und so weiter. Deswegen finde ich, bei der Stadler nach der letzten Kampf, die Emotionen haben etwas gelernt. Das ist ja selbstverständlich irgendwo, ich meine, überhaupt nicht. Das macht überhaupt keinen Unterschied für mich, ob der aufgeregt ist oder nicht. Also ich habe immer noch dieselbe Aufgabe, ihm die Fresse zu polieren und es wird genauso bleiben. Ich bin ein kompletter Allrounder. Ich fühle mich überall wohl. Ich fühle mich im Stand wohl. Ich komme ja aus dem Thai-Boxen. Ich habe an meinem Ground-Game extrem viel gearbeitet und ja, fühle mich überall wohl. Natürlich, wenn man neu in eine Organisation reinkommt, erwarten die Leute extrem viel von einem. Ich kann mit Druck extrem gut umgehen. Da ich auch bei der Bundeswehr war, im Einsatz war, dort habe ich einige Sachen erlebt, die nicht so bequem waren. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass mein Gegner sich im Stand nicht so wohl fühlt. Aber wenn er mit mir auf den Boden will, wird ihn da auf jeden Fall eine dicke Überraschung erwarten. Ja. Patrick ist fit, auf jeden Fall. Ja. Hat mir ein gutes Ding verpasst. Ja, ist immer intensive Sparring mit dem, der ist schwer, der ist groß. Ich denke, der wird auf jeden Fall in Deutschland einige Schwergewichten sehr, sehr viele Probleme machen. Sogar auch international. Patrick Vespasiani, behaltet den im Hinterkopf. Was sind da mehr? Chceš nový džus? Ano. A zaslužíš si? Ano. Čo? Jít dole. Už ty jsi dole? Ano. No tak pojď. Tam dál sa. To, jako? Mrzelo ma to, že som to nezaplacil na koľko, však som tu doma a spoustu ľudí ani s námi, ale do fanúšikov je odtiaľto, ale už som mal oznámený zápas v Níkove a potešil som sa aj tomu, lebo však o to menší tlak na mňa je, bez toho, že to bude v Nemecku. A takže ma to akože vyloženie, že by ma to nemrzelo, ale bolo mi to trošku ľúto. Ukáž, ako sa topíš. Väčší problém je, že potom, keď sa bude reálne topiť, mu nikto nepomôže, vieš. Tickets erhältlich unter octagontickets.de.